Hallo, heute machen wir eine Panna Cotta mit Erdbeeren. Das ist ein ganz einfaches italienisches Rezept. Dafür brauchen wir Sahne, Zucker, Rum, Minze, Zitrone, Vanille, Schokolade, Erdbeeren, Blattgelatine und Honig. Als erstes weichen wir uns die Gelatine ein. Dafür geben wir uns die in eiskaltes Wasser. Das ist ganz wichtig. Ich breche mir die hier in der Mitte durch. Wenn ihr die eingeweicht habt, dann einfach die Blätter einmal so ein bisschen auseinander machen nochmal im Wasser, dass sie nicht direkt aufeinander kleben und dann leicht runterdrücken. Das braucht jetzt ungefähr so 5-6 Minuten, bis die ganz, ganz weich ist, die Gelatine, und dann löst sie sich im warmen Zustand. Jetzt machen wir uns den Erdbeersalat gleich fertig. Die Erdbeeren habe ich mir vorher gewaschen. Wenn ihr Erdbeeren kauft, die ihr nicht gleich verwendet, dann wascht die am besten vorher und breitet die auf so einer Küchenrolle aus im Kühlschrank, dass die nicht dicht aneinander liegen, wenn ihr den Platz habt, weil da halten sie am längsten. Man kennt es ja, dass die dann unten sehr schnell matschig werden. Wenn man die aus diesem Körbchen rausgibt, auf eine Fläche drauf, dann halten sie einfach ein bisschen länger. Jetzt schneiden wir uns von den Erdbeeren einfach das Grüne ab. Die kleinen halbieren wir und die etwas größeren vierteln wir. Die Panna Cotta lässt sich hervorragend vorbereiten, auch dieser Erdbeersalat, aber halt nicht am Tag vorher den Erdbeersalat machen, weil der dann zu matschig wird, sondern ein paar Stunden vorher vielleicht machen, dass die Erdbeeren schön durchziehen können mit dem Honig und dem Rum. Die Panna Cotta braucht ungefähr so 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank, bis sie fest geworden ist, und bis dahin sind auch die Erdbeeren toll mariniert. Bei Erdbeeren finde ich ganz wichtig, dass man wirklich darauf achtet, dass man die in der Saison kauft und nicht irgendwann außerhalb der Saison, wo sie irgendwie eingeflogen wurden, weil Erdbeeren einfach am besten schmecken, wenn sie aus dem jeweiligen Land sind und wenn sie das volle Aroma haben. Und das ist einfach nur in der Erdbeerzeit so. Im Winter braucht man keine Erdbeeren essen, das schmeckt einfach nicht. Da ist das Geld verschwendet. Jetzt schneiden wir uns von der Zitrone hier so eine Scheibe runter. Das reicht schon, ich will nur ein bisschen Säure da in dem Salat haben. Jetzt pressen wir uns hiervon einfach den Zitronensaft drauf. Wenn wir die Zitrone so abschneiden, dann können wir das leichter auspressen. Und wir haben keine Kerne drinnen. Ein bisschen Saft drauf. Dann etwas von unserem guten Rum. Wenn ihr den Rum nicht kocht, also wenn der nicht warm gemacht wird, der Rum, dann immer einen sehr guten Rum verwenden, weil das einfach geschmacklich ist, dieser günstige Rum für ein paar Euro, der macht das ganze Gericht eher kaputt, als dass es aufwertet. Und jetzt geben wir noch den Honig dazu. Ihr könnt es natürlich auch mit Zucker würzen, süßen, aber ich mag es mit Honig lieber. Und es ist auch um einiges gesünder. Jetzt schön verteilen den Honig auf den Erdbeeren. Klar, wenn ihr das Dessert für Kinder zubereitet, dann lasst natürlich den Rum weg. Einmal schwenken, eine Folie drüber geben, ab in den Kühlschrank, 2-3 Stunden durchziehen lassen, bis die Panna Cotta fest ist, und dann schmeckt er hervorragend aromatisch. Jetzt machen wir die Panna Cotta. Panna Cotta heißt übersetzt nichts anderes als gekochte Sahne. Dafür geben wir uns hier die Sahne in den Topf. Und dazu kommt der Zucker. Und jetzt die Vanillestange. Dafür halbieren wir die Vanillestange in der Mitte durch. Ja. Und jetzt streichen wir mit dem Messerrücken einfach dieses Mark hier aus der Stange raus. Und das geben wir uns jetzt wieder zu unserer Sahne dazu. Ruhig
die Stange auch mit reingeben. Da ist noch sehr, sehr viel Geschmack drin. Das wäre schade, die wegzuwerfen. Die kann man sogar danach nochmal abspülen und in den Vanillezucker reingeben oder in den Zucker zum Kaffee zum Beispiel. Dann kriegt der Zucker ein leichtes Aroma von Vanille. Also so eine Schote muss man nicht gleich wegwerfen. Das ist sehr schade drum. Jetzt lassen wir uns das kurz warm werden, bis sich der Zucker gelöst hat und die Vanille so richtig schön das Aroma verteilt hat. Dann geben wir uns die Gelatine hinzu. Da seht ihr jetzt schon, die ist ganz weich geworden. Die darf keine festen Stellen mehr haben, da müsst ihr sie noch ein bisschen im Wasser liegen lassen. Wir haben hier kleine Förmchen. Da kommt unsere Masse nachher rein. Wenn es euch jetzt nicht schnell genug gehen kann, das heißt, wenn die Gäste gleich kommen, dann nehmt die Masse am besten, wenn sie heiß ist und die Gelatine darin gelöst ist und stellt sie nochmal in ein kaltes Wasserbad. Das heißt, eine Schüssel und unten drunter Wasser mit Eiswürfeln drinnen. Dann kühlt die Masse vorher schon ein bisschen ab. Dann könnt ihr sie schon ein bisschen kälter abfüllen und dann braucht sie zum Festwerden nur noch eine Stunde anstatt drei Stunden. Die Sahne ist jetzt warm genug, die muss nicht wirklich kochen, sondern einfach nur warm sein. Da geben wir jetzt die Gelatine dazu. Die Gelatine gut ausdrücken, sodass sie kaum mehr Wasser hat. Und jetzt in der Sahne lösen. Das geht ganz, ganz schnell. Dauert ein paar Sekunden. Okay. Jetzt schütten wir uns das Ganze nochmal durch ein Sieb. Einfach, dass die großen Stückchen von der Vanille nicht mit in der Creme sind und auch die zwei Stangen nicht mit in der Creme sind. Das meinte ich. Die zwei Vanillestangen haben wir ja vorher schon besprochen. Die waschen wir uns ab und geben sie uns in unseren Kaffeezucker. Und jetzt können wir uns die Masse auch schon abfüllen. Dafür geben wir immer genau bis zur Kante einen Schluck von unserer Creme rein. Und das geben wir uns jetzt in den Kühlschrank und lassen es für 3 Stunden abkühlen, bis die Masse fest geworden ist. Das könnt ihr mit dem Finger so ganz bisschen testen. Wenn die leicht schwingt, die Masse, dann ist sie fertig zum Stürzen. Jetzt ist die Panna Cotta angezogen. Ich zeige euch das nochmal kurz, was ich vorher gemeint habe. Wenn man da so drauf geht und es so nachschwingt, dann ist es fertig. Jetzt nehmen wir uns die Erdbeeren. Die sind jetzt richtig im eigenen Saft durchgezogen. Ihr seht schon, da hat sich unten ein richtiger Erdbeersaft gebildet. Und das duftet auch wahnsinnig stark nach Erdbeere schon. Und sie glänzen richtig schön. Sie haben einen richtig schönen Glanz. Jetzt nehmen wir uns ein paar Minzblätter weg. Die schönsten lassen wir uns übrig als Dekoration für den Teller. Und jetzt schneiden wir uns diese Blätter so fein wie möglich in Streifen. Die geben wir jetzt noch zu unseren Erdbeeren. Nochmal durchschwenken. Jetzt nehmen wir uns die Panna Cotta und ich habe hier ein heißes Wasser. Und da tauche ich die jetzt einmal kurz ein, bis oben hin. Und da wird sie jetzt, ganz am Rand wird sie jetzt ein bisschen weich. Vorsicht, dass kein Wasser oben reinschwappt. Jetzt den Teller drauf geben. Umdrehen und ein bisschen klopfen. Na, und da ist sie. Ein bisschen korrigieren. Jetzt geben wir uns von unserem Erdbeersalat hier außenrum überall so ein paar marinierte Erdbeeren. Dann noch ein bisschen von diesem köstlichen Saft. Einfach hier überall so ein bisschen drüber geben. Das duftet, ich sag's euch, hervorragend.
Jetzt zeige ich euch noch eine kleine, ganz, ganz schnelle Dekoration. Da nehmt ihr einfach so einen normalen, handelsüblichen Block Schokolade, dreht den um, sodass ihr die flache Seite unten habt. Dann nehmt ihr euch ein flaches Messer und zieht mit dem flachen Messer mit leichtem Druck von vorne nach hinten einfach so über diesen Block drüber. Und dann kriegt ihr so kleine Schokospäne, die einfach ein bisschen netter aussehen als die gekauften. Und die geben wir uns jetzt hier auch noch auf unser Törtchen drauf. In die Mitte noch ein kleines Minzblättchen hinein. Und lasst es euch gut schmecken. Guten Appetit!